Okay. Fassen wir mal zusammen. Beim letzten Mal habt ihr den hochoffiziellen Auftrag gekriegt, irgendwelche vielleicht magischen, vielleicht normalen alten Sachen zu suchen. Ihr habt beim ersten Mal grandios verkackt und alles davon verloren. Ihr seid aber trotzdem nicht raus. Ihr seid jetzt ganz offiziell im Dienst, auch wenn besser niemand rausfinden soll, was ihr genau sucht. Ihr habt eine Liste gefunden mit den Sachen, die ihr braucht. Und habt euch auf den Weg gemacht, das erste zu finden. Hat euch jetzt ein gutes Stück weiter in den Süden geführt. In die Städte und Länder, in denen meistens die Magier die politische Macht innehaben. Und in denen im Grunde jeder Bauer zumindest einen Feuerball werfen können sollte. Klingt sinnvoll. Ja, dort habt ihr euch mal ein bisschen umgehört. Ob es vielleicht irgendwelche seltsamen Aktivitäten gab, irgendwas besonders Ungewöhnliches, was damit in Verbindung stehen könnte. Und das hat euch in ein kleines Dorf geführt. Ich kann euch mal auf die Map ziehen. Dann seht ihr auch, auf was für ein Dorf. Ja. So. Dieses Dorf. Hallo, Dorf. Das Programm. Ja, nicht viele Einwohner. Sehr viele Felder mit Trauben. Soll hier auch ein sehr gutes Weingut geben. Es ist also viel. Und es ist viel Wald in der Umgebung. Ja, Wald ist auch da. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall kommt ihr da an. Scheinen Fremden gegenüber jetzt auch nicht so verschlossen zu sein. In letzter Zeit hat sich nämlich der Tourismus und Alkoholkonsum in der Region sehr gesteigert. Weil seit einigen Wochen ein neuer Betreiber die Weinherstellung übernommen hat. Klingt vielversprechend. Ja, aber das ist es nicht, was euch hergeführt hat, sondern dass in den angrenzenden Gebieten immer öfter Frauen, Kinder, manchmal auch Jäger einfach spurlos verschwinden. Normal. Klingt nach einer Quest für uns. Ja. Klingt, als könnte es damit im Zusammenhang stehen. Vielleicht sind es nur irgendwelche sehr geschickten Banditen oder sowas, aber vielleicht auch was anderes. Gut. Also, ihr kommt an. Ich nehme an, ihr fahrt schön mit dem Wagen. Bietet sich wohl an. Ja. Gut. Hat jemand einen Wagen? Achso. Ja, der Typ hat einen Wagen. Nein, es hat keiner von euch einen Wagen. Ihr tut nur so. Den haben wir in der letzten Rast auf der Autobahn vergessen. Wir sind einfach ohne weitergelaufen. Zu viel Red Bull getrunken. Ja, wir fahren also mit dem Wagen. Ja. Gut. Damit kommen wir auch schnell genug voran. Ja, ihr kommt von. Ja? Von hier aus. Ich hoffe, man sieht es halbwegs. Ah, links. Das von ist links. Eine ganz praktische Farbe, die du da genommen hast. Ja, man sieht's kaum. Ist ja gut, dann mache ich halt rot und extra groß. So. Perfekt. Ah, jetzt kommt der Fall. Kann sich keiner mehr beschweren. Ich hab grad gewartet und dachte, hä? Ich hab eine Rot-Grün-Schwäche, ich kann die nicht sehen. Nee. Ach, Leute. Oh Mann. Wir haben noch nicht mal angefangen. Ich habe euch gerade die Introduction so halbwegs gegeben. So, wir kommen also von links ins Dorf. Ihr kommt von links. Ja. Und gehen nach rechts. Ihr seid in eurem Zielort angekommen. Was wollt ihr tun? Würde mal sagen, wir fahren rechts ran. Ich steig mal vom Wagen und schaue mich dort an den ersten Häusern um. Guck mal, wo ich denn hier gelandet bin. Es handelt sich um Häuser. Was für Häuser? Okay, ja. Einfache Häuser, sieht aus wie Bauern oder ein normales arbeitendes Volk eben. Boah. Okay, ich schau mich mal in der Umgebung unterwegs. Außer uns. Ob jemand in der Umgebung unterwegs ist? Ja, einige, die aussehen wie Einwohner, ein paar andere Reisende sind durch. Es ist nicht viel Verkehr, aber es ist durchaus auch nicht wenig. Also durchschnittlicher Durchgangsverkehr durch ein kleines Dorf. Okay, ich würde mal gucken, ob es hier irgendwo. Oder mich erkundigen, ob es irgendwo in der
der Stadt hier eine Taverne gibt, wo wir... Ja, du stehst da... Du stehst sitzt vor so einem... einer. Okay, ich hab du sitzt in einer hergekommen. Ja, ich meine technisch gesehen, ja, du sitzt gerade in einer. Aber ob es hier einen Treffpunkt gibt für die... fürs Dorf. Konkurrenz. Konkurrenz. Ja, du fragst da den nächstbesten Bauern, will er erst nicht so richtig antworten, dann zeigst du ihm deinen Brief oder dein Erkennungszeichen, was ich euch da gegeben habe, deine Marke. Meine dann ist er plötzlich sehr freundlich dir gegenüber. Und ja, es gibt sogar mehrere Möglichkeiten, wo ihr hingehen könntet. Oh, zum Beispiel haben wir einmal hier, es ist wieder blau, verdammt. Aber ja, es wird immer grün gemacht. Oder blau bei dir. Ja, ich weiß, es ist furchtbar. Nehmen wir diesmal. Ändere einfach mal deine eigene Standardfarbe. Wie viele? Ich schaue mich um, ob da irgendwie gibt's. Sind in diesem Dorf gerade viel. Sind gerade viele Leute unterwegs oder sind die alle auf dem Feld arbeiten oder. Also was sind gerade überhaupt die Tageszeit so angekommen sind? Wahrscheinlich eher so am Tage. Nachmittags, abends seid ihr angekommen. Also sind nicht mehr so viele auf dem Feld. Sagen wir mal 16 Uhr etwa. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal, das mit dem blauen Dach ist ein richtiger Gasthof mit Betten und so weiter. Der aber nicht so besonders gute Nahrung anbietet. Und unten haben wir eine Taverne. Gibt auch ein oder zwei Gästezimmer, die aber scheiße sind. Dafür ist das Essen wirklich gut. Aber der Wirt soll unangenehm sein. Ich hab schon Schlechteres gegessen. ist das nah? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe jahrelang im Wald gelebt. Also ich habe mich von Käfern und von Bären und von Natur ernährt. Also das, was hier sollte mein Magen verkraften, was hier ja, angeblich schlechter... Schmeckt halt nicht gut. Ach, Geschmack ist jetzt nicht das Ding. Die Früchte des Waldes essen und verdorbenes Essen. Ja. Jetzt, verdorbenes Essen habe ich auch schon oft genug gegessen, da... Das dürfte nicht das Problem sein. Du behauptest Bewohner des Waldes. Mein größtes Problem ist jetzt erstmal, wo ich erstmal mich umschaue, ob es jetzt hier schon, ob es in dem Dorf schon reges Treiben ist oder ob da. Das hat er schon gar nicht gemacht. Das habe ich dir jetzt schon zweimal gesagt, es ist durchschnittlich. Einmal mir, einmal Zwerg, also, aber ja. Sind schon ein paar Leute da, deswegen halte ich mich ein bisschen natürlich zurück. Natürlich sind ein paar Leute da, es ist ein ganz normaler Tag, bei dem Leute arbeiten, bei denen Leute durchs Dorf fahren mit ihren Wägen. Wie können sie es wagen? Ja. Aber da es ein kleineres Dorf ist, fühle ich mich jetzt nicht so sehr unwohl. Es hat eine Durchgangsstraße, also ist da schon gut was los. Ja, es hat eine Durchgangsstraße, aber es ist jetzt auch nicht so groß. Es ist halt, wenn man sich mal vorstellen würde, etwa so wie auf dem bayerischen Land irgendwo ein Dorf auf dem Berg. Es sind ein paar Leute da, aber jetzt auch nicht viele. So etwa 200 Leute, wie es halt damals in den Dörfern so war. Ja, so ein kleines Fischerdorf. 20, 30 Leute sind dauerhaft da. Davon sind vielleicht so 15, 19 Gebäude. Die Einwohner. Okay. 19 Gebäude, hab bloß gerade die Karten durchgezählt, wenn ich mich nicht gezählt habe. Na gut, dann sind es halt 40, Leute und 40, 50 Leute. Insgesamt, die in diesem Dorf wahrscheinlich leben. Ich versuche. Wenn die jetzt nicht alle leer stehen oder sowas. Ich versuche aber auf jeden Fall die Hauptstraßen zu meiden und mich so ein bisschen anhand der Häuser entlang zu schleichen. Aber. Du meinst also die eine kleine Straße und läufst durch den Wald. Ich laufe durch den Wald auf die Gaststätte zu. Ich gucke hinterher, etwas irritiert, und laufe die Straße runter Richtung erste Taverne, um die Konkurrenz auszukunden. Ja, wie gesagt, es ist eher so eine Art mittelalterliches Hotel. Also sie haben auch einen Gastraum, in dem es Essen und Getränke gibt. Okay, in welches ist der... Sind Sie gerade reingegangen?
Ich gehe mit zur... In das oben. Zuerst. Ja, in das oben. Zum nächsten. Okay. Ich schaue Lino hinterher und frage mich immer noch, ob er wirklich ausgewählt wurde von der Krone. Und schaue mir dann einfach... Wir hatten keine große Wahl. Und schaue mir dann einfach ein bisschen das Dorf an. Ich war zwar gerade unterwegs zu dem anderen Gasthaus, aber mach mich gerade. Ihr könnt mich ja auch getrennt gehen, das ist mir vollkommen egal, wenn ihr das tun wollt. Aber wo ich sehe, dass die anderen dorthin laufen, mach ich da auch. Ja. Ich komme zu denen mit. Moment, also du läufst quasi durch den Wald um die Taverne rum, um dann wieder auf die Straße zu gehen und da reinzugehen. Also in einer schönen Spirale. So ungefähr. Oder was? So ungefähr. Wow. Ich bin ein bisschen verwirrt. Also da. Ja, genau. So ungefähr ist meine Route. Okay. Ja, gut. Das darfst du gern tun. Es ist seltsam, aber ist okay. Ich bring euch mal wieder euren guten alten Pfeil, auch wenn man ihn nicht gut sieht. Och, ja. wenn er nicht gerade über Bäumen liegt, dann ist das in Ordnung. Ich werd ihn einfach kurz benennen. So von alle Spieler. Alle Spieler? Das ist der Partypointer. Ja. Ah ja, willkommen also in die Taverne. Mehr oder weniger auf geradem Wege. Ja, du nicht. Ich habe immer noch nicht von allen gehört, was sie überhaupt tun wollen. Ja, ich habe gesagt, ich komme mit. Ach so. Also einer guckt sich um, einer geht direkt ins Hotel, in Gaststätte. Und einer läuft hier ein bisschen Umwege. Punktchen. Was der letzte macht, weiß ich auch nicht. Also ja. Ich gehe rein und will gucken, was die Konkurrenz zu bieten hat. Ich habe meine anderen Prioritäten. Ich bleib in der Nähe, aber gehe jetzt nicht direkt rein. Okay, ihr geht also erstmal direkt ins Hotel. Aber das obere, so wie ich das herausgefunden, so wie ich das dachte. Ja, da ins obere gegangen. Ja, wie ich gesagt, ins eher Hotel als alles andere. Haben wir nicht gerade gesagt, dass wir zu dem anderen dorthin gehen? Nein! Nein! Hat das gesagt? Ja, ich bin noch verwirrt, ich bin so verwirrt in dem Dorf hier. Hochintelligent heute. Mit Intelligenz hat das nichts zu tun. Ich bin halt ein bisschen. Ich bin hier von diesem Dorf hier sehr verwirrt. Es ist ein Dorf! Ich weiß, du als ein bisschen zu D-Marker, wo immer du wohnst. Dorf. Und bin keiner hat bisher gesagt, dass er zum Unteren will. Ich bin in Gegenwart von Menschen ein bisschen anders. Interessant. Faszinierend. Ja, kommt rein. Ist staubig überwiegend. Ja. Kleines Dorf. So viele Leute halten da nicht an. Ja, nö, ihr seid... Ihr seht auch, also, ja, ihr seht keine anderen Leute, außer den Betreiber. Das ist ein älterer Typ, trägt so einen staubigen Anzug und ich würde ihn gerne einblenden, aber aus irgendeinem Grund lässt mich World 20 gerade keine Dinge einblenden. Ah, ja, das ist ja fantastisch. Okay, cool. Was ist da? Hat nur 500 Versuche gedauert, dann blende zieht mal. Euch mal aufs Bild. Moment, ich zoome noch. Keine anfängliche Probleme. Es wird spannend. Anfängliche Probleme ist gut. So, ihr trefft euren ersten NPC hier. Oha. Diesen freundlichen Typ. Das sieht aber abenteuerlich aus. Ja gut, er trägt halt den Hut. Er ist alt. Mit einem Luftballon, Wasserbombe oben auf dem Kopf. Ey, was? Wer nein, bist du, einfach... den Stil von anderen zu beurteilen? Hallo? Er hat einen Kochtopf auf dem Topf und hat da ein bisschen Stoff drum gewickelt, dass es aussieht, als hätte er einen Zylinder auf. Er hat ein Hotel, ich meine, das ist keine auch mal das. Das wisst ihr nicht, also. So. Wie gesagt, der Anzug ist staubig, der Anzug ist grau, ist nicht gut geschnitten. Okay. Er guckt auch, wenn er euch anguckt, zwei verschiedene von euch gleichzeitig an. Das nenne ich mal Multitasking. Ja.
Ich blick ihn von oben nach unten. Ich guck ihn von oben nach unten an. Ich mustere ihn und setze mich in eine Ecke. An einen Tisch, der dort irgendwo steht. Okay, cool. Er hätte eindeutig Zwerg spielen sollen. Ah, wunderschön. Gut, was tut ihr? Ihr seid gerade reingekommen. Ich sitze in einer Ecke und... erwartungsvoll an. Ich sitze an. Hallo und frag ihn, was es hier so zu trinken gibt. Für die Getränke müsst ihr in den angrenzenden Raum gehen. Erstmal. Der Koch wird euch empfangen. Na dann. Das ist äußerst seltsam. Ich gehe entspannt darüber. Gut. Ich warte erstmal in der Sitzecke, wo ich sitze, an dem Tisch. Als 2,20 Meter Barbar geht man in sehr viele Situationen recht entspannt rein. Ist erstmal. Ja. Ja, ich gehe auch mit rein. Ich streiche erstmal meinen Fuchs. Die Maverick, der gerade bei mir auf den Schoß gesprungen ist. Ja, gut, das zu tun. Der Rest will also tatsächlich was essen. Ja, also ich hätte nichts dagegen. Und wir sind gerade angekommen, also mal gucken, was der zu bieten hat. Ich würde dann später auch hingehen, aber ich warte erstmal ab, was mit denen passiert. Ich bin erstmal vorsichtig. Ist ein Raum mit so 2-3 Tischen. Die wieder zurückkommen. Ebenfalls auch, als wäre lange keiner mehr da gewesen. Durch so ein kleines Seitenfenster mit einer Tür seht ihr, dass da hinten vielleicht eine Küche ist. Ihr könnt es in der Dunkelheit nicht ganz erkennen. Feuer brennt auf jeden Fall nicht und ja, es dauert ein paar Minuten. Dann kommt derselbe Typ, nur mit einer Kochmütze statt einem Zylinder, zu euch und fragt euch, was ihr gerne hättet. Was gibt's denn? Das muss ich mal nachgucken. Moment. Ich schicke dir mal... Küche. Ich schicke derweil meinen Fuchs vor, dass der mal reinschnuppern geht und mir, wenn er wieder zurückkommt, sag mir mal. Gleich gibt's rein, Fuchs. Dass er mal reingeht, mal gucken geht, was da los ist. Sag mal. Okay, Tierbefehl bitte. Das kriege ich hin. Gibt's dann mal Fuchs gleich drauf. Das habe ich hingekriegt. Yep. Ja, dann geht der Fuchs dem Typen jetzt nach. Wird auch nicht entdeckt. Wie sollte er auch von dem entdeckt werden, wenn er direkt vor ihm stehen würde, würde er ihn ja nicht sehen. Was, nach Rundumblick? Nach Rundumblick, nur das vor ihm sieht er nicht. Okay, mein Fuchs geht gucken, was los ist. Kommt zurück und stupst mich an und das Zeichen, dass da... Das ist wie so eine Skyrim-Guard, so schießt mit Pfeil in die Fresse. Muss wohl der Wind gewesen sein. Ja, das Anstupsen ist für mich das ultimative Zeichen, dass alles in Ordnung ist. Und ja, ist auch alles in Ordnung. Daraufhin folge ich den anderen in den Raum. Na dann. Ach schade, kein Mensch. Hast du mittlerweile was zu essen? Ausgefunden, Mordi. Achso, ich hab euch erstmal aufstehen lassen, bevor der Typ zurückkommt. Ich hab den Dialog gemacht, damit du Zeit hast, was rauszusuchen. Das bringt wenig, wenn du halt Dinge tust. Ich weiß sowieso schon, was ist. Ich hab damit gerecht, dass ihr bei ihm essen wollt. Dann sag uns mal, was es da zu essen gibt. Näher dran. Ich frage mal freundlich, was es denn zu essen gibt. Ja, du fragst deine Kollegen, sie wissen es nicht. Der Typ kommt aber nach ein paar Minuten wieder. Ihr habt hinten drin seltsamerweise kein Licht gesehen. Okay. Und meinst du euch? Pizza. Also wir haben Brot und wir haben Kohl. Und wir haben Kohl mit Brot. Ich hätte gern einmal Kohlbrot. Was gibt's zu trinken? Kohlbass. Ich hab Wasser oder ich hab Wein. Was für einen Wein habt ihr denn? Ja, den von hier? Was sollten wir sonst haben? Das klingt logisch. Okay, ich bestelle ein Brot mit Kohl und ein Glas Wasser dazu. Oder eine Karaffe Wasser oder was auch immer das Behältnis hier ist, aus dem man trinkt. Okay, du kriegst einen Krug Wasser. Alles klar. Was möchte der Rest? Und Kohlbrot. Brot oder Kohl mit Brot? Ich will ein Glas von dem Wein probieren, nur. Ich auch. Alles klar. Gut. Ich hätte gern mein Brot und mein Kohl. Ja, gut. Kriegt ihr alles? Das Essen dauert erschreckend lange.
Für dafür, dass es nur rot und cool ist. Ja, also er braucht schon so seine 20 Minuten, bis er mit einem Essen kommt. Och, ich habe schon länger... Genau mittig drauflegen. Ich habe im Urlaub schon länger für weniger gewartet. In Gaststätten, in real life. Ja, gut. Okay, ihr kriegt euer Essen, ihr kriegt euren Wein. Darf sonst noch was sein? Gerade nicht. Okay, ja. Cool. Ich verspeise mein Kohlbrot. Sind da Gläser oder? Ja, natürlich. Ihr kriegt ein gutes Glas voll. Na dann würde ich gerne das Ding mit Braukunst probieren, einfach um mal die Qualität von diesem Wein festzustellen. Alles klar, dann würfeln wir mal Braukunst. Was war das? Slash Roll, oder? Slash R. Sehr gut. Oh, reicht. Hab 75 auf Braukunst. Ja, also es ist eine... Du hast weniger erwartet, aber es ist eine sehr gute Qualität tatsächlich. Schmeckst auch ein paar Gewürze, die wahrscheinlich nicht regional sind. Und machst du mir mal noch Wahrnehmung, um zu gucken, was genau drin ist? Gift. Wahrnehmung, was habe ich auf Wahrnehmung? Gift. Nicht sehr viel. Okay, probieren wir es. Nein! Fantastisch. Und zwar so absolut nein. Er schmeckt sehr gut. Er schmeckt so gut, dass du erstmal noch mindestens 3 weitere Gläser bestellst. Du bist jetzt erstmal. Würfe auf Zechen. Hast du Zechen? Ich hab Zechen, 30. Gut, du würfelst mir nicht drauf, dafür hast du leider einen kritischen gewürfelt. Du bist erstmal angetrunken. Okay, ich bin noch ziemlich nüchtern. Ja. Ich trink an meinem Wasser. Alle Gläser, ja, es sind übrigens. Und angetrunken. Das muss sehr starker Wein sein. Oder du musst sehr schwach sein gerade. Wer weiß. Ja gut, nach der Fahrt. Ja, gut. Es kostet übrigens 10 Stunden Autobahn. Pro Glas. Das Wasser das auch, oder? Das hab ich nicht mal. Ja, gut. Na gut, dann versuch's zu verstecken. Wobei, ich hab noch Eisen, 20 Eisen, damit lässt sich das zusammenbasteln. Ja. Hab schon wieder die Wechselkurse vergessen. Was kostet mein Essen und mein Trinken? 5 Eisen war 1 Silber. Ah ne, 10, 10, 5. Warte, was? Wenn alle Wechsel drehen, versteh ich's nicht. Ich öffne kurz die Welt und dann kann ich dir sagen, was der Wechselkurs ist. 10 Silber ist 1 Gold und 5 Eisen ist 1 Silber. Okay, dann passt das. Hab ich noch 15 Eisen und das war's. Ja. Das ist ja fantastisch. Du musst mal irgendwo Geld verdienen gehen. Ein Silber ist 5 Eisen oder 1/10 Goldmünze. Aha. Ja, Zwergenwährung hat ja keiner von euch. Gut. Wie war das nochmal mit, dass während der Reise wir auch mit versorgt sind durch den Typen? Unseren Auftraggeber? Ja, es ist ja... Ja, wurde gut, vergessen. Wenn ihr ein Hotelzimmer nehmen wollen würdet, würdet ihr es bezahlt kriegen. Wein ist jetzt nicht unbedingt auf der Liste. Das ist enttäuschend. Hm. Ja, das ist nicht mein Problem. Okay, das Wasser und das Essen ist für mich kostenlos, denke ich. Wasser und Essen, ja. Nur alles, was drüber hinausgeht, nicht. Okay, alles klar. Muss mir kein Geld abziehen. Steht auch auf dem Brief, den du ihm vorzeigst. Grundversorgung wird übernommen. Er soll die Rechnung an den Kaiser schicken. Mit euren Namen. Alles klar. Ja. Dann würde der alte Mann euch auch noch jeweils ein Zimmer anbieten, wenn es ja sowieso übernommen wird. Da bietet er natürlich Geld. Ich bleib bei meinem Wagen. Ich nehme gerne eine. Ich meine, kostenlos kann man hier mal unterkommen. Okay. Wenn es eh vom Kaiser, vom Königreich übernommen wird, dann ist das... Ja, wie gesagt, Zimmer und Grundversorgung wird übernommen. Alles, was ihr an Luxusdingen oder Ausrüstung braucht, die müsst ihr zahlen. Ich würde sagen, ab aufs Zimmer. Jo, ich würde mir auch anziehen. Ich nicht. Okay, du gehst zu deinem Wagen, der Rest von euch wird erstmal in
ersten Stock geführt. Jeder kriegt ein Zimmer. Ist jetzt nicht schlecht, nicht gut. Es ist ein normales Hotelzimmer. So ein kleines Schränkchen habt ihr. Ich habe schon schlechter geschlafen. Ja, ein durchaus bequemes Bett. Trotzdem alles von einer mindestens 5 mm dicken Staubschicht bedeckt. Das macht's extra kuschelig. Ja. Ja. Ihr habt eure Zimmer. Ja, ich begutachte das Bett und ja, mein Fuchs platziert sich auf dem Bett. Ich mach's mir auf dem Fußboden bequem. Okay, klar. Ich lege mich sehr gerne in ein Bett, weil warum sollte ich auf dem Fußboden schlafen? Ja, mein Fuchs hat sich war schneller als ich, der hat das Bett für sich reserviert. Ich versuche ihn zur Seite zu schieben, aber es ist halt wie wenn du eine Katze aufs Bett er hat katzenhafte Charakterzüge. Man kriegt ihn vom Bett nicht mehr runter, wenn einmal da drauf liegt. Gut. Und der Fuchs ist auch nicht gerade sehr klein. Ist neben ihm schlafen. Ja. Ich gebe mich mit dem Fußboden zufrieden. Ich räume mir ein Stück Stoff, was ich dabei habe, zu einem Kopfkissen zusammen und lege mich auf den Boden. Ja, okay, ihr wollt euch also alle erstmal direkt als erste Aktion von der Reise erholen um 16 Uhr. Ich hab's auf jeden Fall nötig. Cool. Damit ging schon die letzte Runde los, also. Auch wenn ich noch nicht schlafe, auch wenn ich nicht schlafe, ich lieg zumindest erstmal, das habe ich auf jeden Fall nötig. Ein kleines Dickerchen oder es ist so ein bisschen Ruhe für mich. Ja, wenn irgendwem was einzeln passiert, dann schreibe ich euch das. Ah ja. Vergi hat Rückenschmerzen. Das glaube ich ja kaum. Vergi bekommt einen Buckel. Vergi bekommt sehr viele Heuschwitter. Vergi wird von Heuschrecken attackiert. Und was passiert mir noch? Vergi wird eine Ratte. Alles. Zwergi wird eine Drache und wird ein Drache und besäuft sich. Ja. Er hat Träume aus einer anderen Realität. Wir sind immer noch in derselben Welt, Mordi. Anfang auch geplant gehabt. Ich habe Träume von einer anderen Realität, wo ich einen Zwerg, der ich mir Alchemist sein will, aber Drogen nimmt sie ja. Ja. Ich habe sehr seltsame Träume. Sag mal so, es ist im Grunde dieselbe Welt, aber eine andere Timeline. Ah, so rum. Das ist eine Sache, die hat sich gesplittet, als in der Zeit wart. Ich habe Eingebungen. Ich habe Eingebungen und sehe das. Nein, hast du nicht gesplittet. Dein Zwerg hat so viele Drogen damals genommen, dass jemand anderes von ihm träumt. Ich halte es aber nicht. Wir sind alle seine Leben durch. Ich halte es aber nicht für sehr real, weil das ziemlich unglaublich wirkt. Es wirkt wie ein Fiebertraum. Ja. Wie gesagt, wenn euch irgendwas passiert ist, nachts habe ich es euch geschrieben, wenn nicht, dann nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo. DF 0. Modi, ich halte das für einen sehr unglaubwürdigen Traum, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo Länder mit Pimmeltürmen gibt und so weiter. Das kommt jetzt sehr, sehr seltsam vor. Was passiert hier? Oh nein, den gibt's noch. Der wird doch ein relevanter Gegner für euch vielleicht. Aha. +0, +0, +0. Aha. Warum? Was ist? Was passiert? Was für mathematische Rätsel gibst du uns auf? 5DF ist +0, +0, +3. Das Ergebnis ist 3. Okay. Interessant. Moment. Jetzt ist -3. Was? Was machst du? Ich hab den Fatschwürfel ausprobiert. Aha. So können wir dann jetzt mal weitermachen. Schade. 1DX. Ja, ihr könnt weitermachen. Wie gesagt, ich hab euch geschrieben, falls euch was passiert ist. Ich bin scheinbar nicht explodiert. Schade. Nein, du bist nicht explodiert. Du hast
wie üblich geschlafen. Der Rest, wenn er irgendwelche Sachen hätte, dürfte er regenerieren. Ihr habt nichts. Wir haben noch keinen Schaden bekommen. Ins Bett gegangen. Punkt. Ja. Wann wolltet ihr denn aufstehen? Ihr habt jetzt die freie Wahl, weil egal wie lange ihr schlaft, ihr habt Uhr, was denn? Wenn ich schon nicht in echt kann. Sobald bei mir, ich stehe nach der Sonne auf, sobald bei mir irgendwie durchs Fenster hell wird, rappel mich auf, mein Fuchs weckt mich morgens auf, unsanft auf dem Boden, stehe auf und gehe nach unten und frage, ob ich ein Glas Wasser bekomme zum Sockengeschmack. Du stehst übrigens um 8 Uhr auf, ihr alle. Okay. Habe ich jetzt einfach mal entschieden, weil. Ja. Ihr sagt mir ja nichts. Ich hab dir was gesagt, aber ist egal. Ich hab dir was gesagt. Um 8 gesagt. Schein der Sonne stehst du auf. Ja, cool. Was ist der erste Schein der Sonne? Um 8 Uhr, Mordi. Warte mal. 8 Uhr. Das ist 8 Uhr. Warte mal, ich spiele mal. Mit Sonne. Das hängt von der Zeit, der Jahreszeit, auf, der Position auf dem Planeten. Es ist 8 Uhr. Es ist 8 Uhr. Haben wir jetzt so bestimmt. Es ist 8 Uhr, ihr habt übrigens 2 Sonnen. Ich weiß nicht, ob ich das jemals erwähnt habe. Ja, es ist 8 Uhr. Ich gehe runter zum Gasthausbesitzer, zum Hotelbesitzer und frag mal, ob ich dann ein Glas Wasser kriege zum Sockengeschmack aus dem Mund rausspielen. Er ist nicht anwesend. Okay. Ich gucke, ob ich irgendjemanden finde, der mir ein Stück Wasser geben kann. Dann soll niemand uns mal was einschenken. Ein Stück Wasser. Du findest im Hotel sehr viele Kakerlaken, aber sonst nichts. Mhm. Hat der Fuchs wenigstens was zu essen. Okay, ich gucke in der Küche nach, ob ich mir da irgendwo ein Glas Wasser besorgen kann. Hast du Nachtsicht oder sowas? Es ist Tag. Ja, es war auch Tag, als wir angekommen sind. Drin ist es dunkel wie noch was. Lass mich mal gucken. Mach einfach ein Feuer. Ich hab nix dergleichen. Ich hab Wahrnehmung 60. Das ist, geht das ja, auch? Dann würfel doch mal auf Wahrnehmung. Vielleicht findest du noch irgendwas, was du mitnehmen kannst. Oh, das ist sehr gut. Hab ich sehr gut geklappt. Ich sehe da sehr gut drin. Ich guck mal, ob ich da was mitgehen kann, lassen kann. Irgendwie. Ob da noch Wasser irgendwie rumsteht, oder? Ja, also du siehst auch so. Ja, es sieht aus wie zusammengestückeltes Fleisch aus irgendwelchem gehackten aus Kohl. Zeug. Sieht essbar aus. Und vom Schwein, vom Rind, vom Elefant. Kommt alles mit rein. Okay, du nimmst es mit? Ich steck's mir erstmal ein. Gut, dann schreibt ihr ins Inventar einen Riegel Kakerlakenfleisch. Kakerlakenfleisch. Nicht schon wieder Drachenfleisch. Ja. Was Leckeres für meinen Fuchs. Mein Fuchs hat im Flur ein paar, der hat sich ein paar Kakerlaken gefangen. Ja, Insekten gibt es hier genug. Mein Fuchs ist satt, der hat sich satt gegessen. Er hat sich Insekten und Kakerlaken gegriffen. Ja. Ach übrigens, die Betten waren überraschend bequem. Habt ihr nicht erwartet, aber. Scheint zu stimmen, was man sagt. Die Zimmer sind gut, das Essen nicht. Wenn das mein Fuchs so behauptet, dann glaube ich ihm das. Okay. Cool. Mein Fuchs hat also gut geschlafen. Ja. Du hast Rücken. Ja. Ich hab schon auf Steinen geschlafen, das ist. Keine Sorge, wenn. Je nachdem, was ich würfel, ich bin Rücken hättest du auch Rücken haben können. Ich hab mit Rücken gewohnt. Ich komm damit klar. Okay. Ihr seid alle wach, ausgeruht, fit. Was tut ihr? Schlaft ihr nochmal? Ich bin über 200 Jahre alt, also es ist ein bisschen Rücken haben müssen, das ist. Ja. Kann mal passieren. Ach. Das ist in dem Alter. Jo. Was machen Gute wir? Gute Frage.
Ja, ihr sollt nach wie vor Dinge rausfinden und Dinge suchen. Ich schau mal, ich schaue in diesem Hotel nach, ob ich noch, da keiner da ist, schaue ich mich mal um, ob ich noch irgendwas anderes mitgehen lassen kann. Und da irgendwo was rumliegt, was man von halbwegs von einem Wert ist, was man mitnehmen kann. Wo willst du schauen? Erdgeschoss, erster Stock oder Dach oben? Als erstes gucke ich mich dort im Eingangsbereich um, wo wir gerade runter, also in der Nähe von der Küche. Ob es da irgendwo in dem Raum dort, in dem Essraum. Ich nehme mir ein Bett mit. Du findest nichts. Also nichts von Wert. Ist alles ranzig. Okay. Ich möchte einmal nach oben gehen und mich dort umgucken. Du findest die Zimmer der anderen. Möchtest du ihnen was klauen? Ich möchte jetzt nicht meinem Team. Möchtest meinem Team nicht was klauen, aber es ist, ich gucke, ob irgendwas vom Hotel irgendwie. Ob ich ein Hotelhandtuch mitgehen lassen kann. Diese kleine Hotelseife. Ja, diese Hotelseife. Dieses Ding hat nicht mal ein Bad. Glaubst du, das ist eine Hotelseife? Nee, ich gucke einfach, ob es irgendein Inventar vom Hotel. Dass es irgendwo einen Kleiderhaken gibt, den ich abreißen kann. Finde ich tatsächlich eine Sache. Was finde ich? Was finde ich denn, Moni? Das kann ich dir gleich beantworten. Jetzt bin ich aber neugierig. Warum habe ich eine Website für Glasfaserprodukte offen? Weil du das nicht findest. Ich finde Glasfaserprodukte. Ja. Auf einmal findet er Ding, wie heißt es? Sag mir mal eine Zahl zwischen 1 und 8. 4. 1 und 10. Okay, 4? 4. Findest eine Haarbürste. Aha. Ich stecke die Haarbürste ein. Okay, es sind noch diverse Haare von anderen daran. Ich entferne die Haare von anderen. Möchtest du auf Geschicklichkeit würfeln? Das kriegt doch jeder hin. Ich habe keine einzige meiner Haarbürsten jemals sauber bekommen. Ich würfe auf Geschick, ob ich es hinkriege. Ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht hin. Du kriegst das Ding nicht sauber. So wie jeder andere. Ich steck's ein. Okay. Du hast eine Haarbürste. Herzlichen Glückwunsch. Schade. Und jetzt geht Sansi rein und einen Stuhl mit. Was möchte der Rest tun? Währenddessen. Ich schaue auf den Dachboden. Ich würde gerne erstmal ein Zeug machen. Ich weiß nicht, wie das ganze Hotel zerlegt wird, gefühlt. Ich weiß nicht, warum wir das machen. Ich weiß es auch nicht. Mein Charakter ist ein Dieb, also das ist. Was habt ihr für eine Rechtfertigung? Kann ich gucken, ob irgendwas Dachboden ist? Das ist eine verschlossene Tür. Feuerball. Oh nein. Willst du das tun? Nein, ich wollte gucken, ob da irgendwas Magisches ist. Nein, es ist eine Tür. Ich möchte nicht knacken. Ich meine generell im Hotel, das meinte ich. Es ist ein altes, abgeranztes Hotel von einem seltsamen Typen. Glaubst du, da ist irgendwas Magisches? Vielleicht der Typ? Der ist nicht da. Den hast du nicht okay. Gecheckt. Ich möchte nicht, das zu knacken. Aber dementsprechend, wo du gerade bist, gehst du davon aus, ja. Okay, du willst Schloss knacken? Dann mach mir mal bitte einen extremen Schlossknackenwurf. Viertel wert. Viel Spaß. Hat ein gutes Schloss. Er hat ein extrem gutes Schloss. Dann sollte ich vielleicht doch im Feuerball, dann schaden die doch nicht. Wow, beeindruckend. Du hast das Schloss geöffnet. Was sehe ich denn? Du siehst eine Dachkammer, die sehr schön eingerichtet ist. Tatsächlich gutes Bett. Und darin liegt die schimmelnde, halb mumifizierte Leiche einer alten Frau. Aha. Du verlierst. Würfelst du mal bitte auf Wille. Nope. Gut. Du verlierst einen Punkt geistige Gesundheit dabei. Nur einen? Ja, pass auf, dass stinkt Zwerg... das wie noch was in dem Raum. Natürlich. Pass auf, dass Zwergi ihn nicht mitnimmt. Nicht, dass er noch was zu essen mitnimmt. Ich hab schon.
Ich hab schon. Würde ich mal umschauen, ob da irgendwas Besonderes, sag ich mal, drin ist, außer der Leiche. Wahrnehmung? Ja. Gut. Dann einmal geschickt mit 20er Vorteil. Jupp. Nice. Nein, minus 1D20, aber ist egal, wenn du es geschafft hast, ist gut. Achso, nee, minus 20 dann nicht. Gut, dann... Moment. Muss ich ganz kurz Dinge raufziehen. Dinge. Und Sachen. Vielleicht sogar Kram. Vielleicht sogar Zeugs. Nein, kein Kram, keine Sorge. Kram. Eine Vermutung. Das Essen. Ja, Mensch. Kiste in verschlossenes Raum in einem Hotel von einem Typen, der... seltsam ist. Was könnte wohl passieren? Ja, sag's uns. Sag's uns. Wir haben die Noten jetzt schon mal gefunden. Das sind die Essensreste. Moni, sag's uns, was passiert. Vielleicht steht sie wieder auf. Ja. Lass uns nicht spekulieren. Sag uns, was passiert. Ja, lass mich erstmal die Dinge raufziehen. Entschuldigung. Raufziehen. Ja, ich muss hier gerade was vorbereiten. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr so früh schon direkt den ersten Kampf entert, alleine. Was? Ja, ihr brecht bei irgendwem an. Was erwartet ihr? Ich bin nirgendwo eingebrochen. Ich glaube, du bist am meisten eingebrochen. Ich bin momentan noch unten. Hier. Also ich bestehe darauf, dass noch unten... Ich bin im Essensraum noch drin, also... Ich bin was draußen für... bei meinem Wagen. Viel Spaß. Bin noch auf dem Weg nach... Ich bin auch auf dem Weg nach draußen, nachdem ich das, was ich gefunden habe, mitgenommen habe. Also... So. Okay, Kampf fängt an. Karte habe ich keine vorbereitet für den Raum. Ist auch nicht nötig, sollte gleich vorbei sein. Du bist der Typ mit dem Bogen. Du schaffst es gerade noch, so einer Bratpfanne auszuweichen. Ah. Sparen wir dem Kaiser Geld. Viel Spaß. Okay, Spaß, wer ist jetzt wer und wer, was ist wo? Ja, wenn das der Typ ist, was passiert? Dann kann er keine Rechnung mehr schicken. Ja, oder du schickst keine Rechnung mehr. Okay. Was passiert? Was soll wohl passieren? Wie gesagt, es fängt jetzt ein Kampf an. Du bist dran. Wer ist dran? Derjenige, der gerade angegriffen wird. Der gerade die scheiß Tür aufgemacht hat. Ja, das... wusste ich auch schon. Ich weich halt aus und dreh mich um und hol mal ein Dolch raus. So ein bisschen, ja. Und guck erstmal. Ja, gut, das ist der Inhaber wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ja. Wie wäre es, wenn wir die Sache erstmal beruhigen? Die Tür stand einfach offen. Ich dachte jetzt eindeutig. Er ignoriert dich erstmal komplett und schlägt komplett an dir vorbei. Der ist sauer. Okay, dann renn ich weg. Dann guck jetzt zwei verschiedene Richtungen wütend. Nee, er schafft es diesmal, dich zu fokussieren. Wow. Mit einem oder zwei Augen? Mit drei. Mit allen. Inklusive Hühneraugen. Okay, du versuchst wegzurennen. Dann würfel dir einmal auf Geschick, ob du es schaffst. Nee, knapp nicht. Gut. Du wirst noch mal angegriffen. Nicht stimmt, er ist unser erster Spieler. Er würde treffen, du hast deine Konteraktion. Ich mach ausweichen. Okay, dann würfeln wir auch ausweichen. Darf ich? Alles klar. Dann schaffst du es und rennst an ihm vorbei. Damit ist der Kampf dann erst beendet und ich ziehe euch wieder zurück. Ich weiß, das ist vielleicht nicht das ideale Bild, aber... Ja. Gut, ich treffe mich draußen mit den anderen. Ich sag, hey, wie war euer Morgen so? Ich dachte, wir sollen hier leicht abhauen.
Ihr hört von oben noch. Ihr hört von oben noch so ein. Ihr brecht einfach in das Zimmer meiner Mutter ein! Wer ihr? Das ist. Also. Ich hab ja nichts. Ihr seid zusammengekommen, ihr seid alle der Feind. Ja, ich begebe mich schnell Schrittes von dem Gasthaus weg. In Richtung des. Ich hätte jetzt gerne eine Karte. Damit zu wissen, wo ich mich überhaupt hin bewege. Gerne, ihr habt das Hotel erfolgreich. Richtung Fels dann, also zu ich. Also hier Richtung erstes Fels und die Richtung werde ich mich schnell bewegen. Was also die anderen machen, also. Also die anderen sind noch am Hotel, aber ich schaue, dass ich da wegkomme. Ihr versteckt euch also im Weizen. Also ich verstecke mich nicht im Weizen, aber ich gehe dort erstmal. Ich schaue mich dort am Feld um, was die Häuser da in der Nähe so zu bieten haben, was da so gibt. Sind das auch Hotels, ist da irgendwie. Das sind normale Häuser von normalen Leuten, das sind Bauern. Willst du das ganze Dorf gegen dich aufbringen und ausrauben? Wenn ja, dann tu es. Ich will es nicht ausrauben, aber ich guck, was da los ist in dem. Gibt's hier Leute, die hier irgendwie auf dem Feld arbeiten oder finde ich hier Personen an weitere NPCs? Ja, es gibt ein paar Personen, die dich und das tödliche Dungeon sehr, sehr verwirrt ansehen, weil sie immer noch Gebrüll von einem wütenden alten Mann hören. Ja, ich sag natürlich auch, was ich dort gesehen habe. Da oben, dass da eine mumifizierte Leiche ist. Anscheinend auch seine Mutter. Ja. Das ist schön. Joa. Ich schau ihn verwirrt an und keine Ahnung. Okay, ich versteck mich im Beet. Ja, du bist im Weizen untergetaucht. Im Weizen untergetaucht. Der Typ kommt aber auch nicht aus seinem Haus raus, aber ja. Ich schleiche. Ihr hört, wie die Tür zuschlägt. Ihr hört, wie die Tür zuschlägt. Ihr hört das Klacken von einem Schloss. Von noch einem Schloss. Von einem weiteren Schloss. Und das Schieben von etwas sehr Schwerem. Ja. Ich schleiche, ja. Ich streife mit meinem Fuchs durchs Feld. Und nehme mir unterwegs mal ein bisschen. Ich steck mir ein paar Sachen, die dort im Feld sind. Du packst dir Weizen in die Tasche, oder was? Pack mir Weizen in die Tasche. Du wirst dabei übrigens nicht gesehen. Ja, wie? Ich wie auch. Es sind Leute auf dem Feld, die da arbeiten. Ja. Streifst du durchs Feld. Anfangen. Also wie während der Apfelernte Äpfel zu klauen. Als Nichtbeteiligter. Ja. Ja. Gehst aber mit einem sehr großen Korb da durch. Nö. Steck mir einfach zwei, drei Büsche auf den Weg. Ich ernte da nicht so und ich steck mir zwei, drei Büsche in die Tasche. Gut, darfst du tun. Du weißt, du hast 15 Inventarslots, wenn du sie dafür verschwenden willst. Übrigens 15 Inventarslots, wie machen wir das denn jetzt? Ich habe scheinbar schon mehr und mehr drin als überhaupt möglich. Dann musst du Zeug rauswerfen, wenn du neues Zeug reinhaben willst. Punkt. Okay. Ich setz mich ins Beet und guck mal, was ich da ins Beet schmeißen kann. Was im Beet loswerden kann. Okay, die Welt um dich herum pausiert, vor deinen Augen taucht ein Inventar-Menü auf. Was tut der Rest, während einer von euren Kameraden gerade im Weizen verschwunden ist? Ganz ehrlich, ich bin immer noch bei meinem Wagen. Ich weiß. Ich bin auch noch beim Wagen, würde ich sagen. Also ich auch noch. Ich sehe keinen Grund, in dieses Ding zu rennen. Also ich bin ein bisschen weiter weg von dem Hotel natürlich gegangen, aber stehe immer noch so beim Wagen an sich. Ich schaue Sonsi an und frage ihn, hast du eine Idee, was wir als nächstes machen? So, da steht der Wagen. Ich hab ja gesagt, wir fahren rechts ran. Wir verkaufen gutes Essen. Molly verbrauchen, Sheriff-Stern verbraucht keinen Inventarplatz und. Nein, den hast du an deiner Kleidung, egal was. Und Regierungszettel, der verbraucht auch keinen Platz drin, oder? Der verbraucht einen Platz. Okay, scheiße. Natürlich braucht der einen Platz. Kannst du ja wegwerfen. Kannst du ihn wegwerfen, dann wird er halt nichts mehr bezahlt, weil niemand weiß, wer du bist.
mir Batman. Dann möchtest du über Geld gar keinen Gedanken mehr machen. In Batwayne? Ja. Nein. Bruce, was machen die anderen, während ich mein Inventar sortiere? Ja, was tun die anderen? Ihr habt noch die Option, ihr könnt euch tatsächlich im Dorf umgucken, ihr könntet zum Hotel gehen, ihr könnt gucken, ob irgendwo ein Markt ist, ihr könnt in den Wald gehen, ihr könnt euch vielleicht... Ich will wissen, wo das Weingut ist. Das wird dir natürlich sehr gern gesagt. Nicht blau diesmal, bitte. Das befindet sich hier oben. Natürlich mitten im Wein. Ich sollte vielleicht an die richtige Stelle zoomen. Ach, da oben. Ja. Ihr habt außerdem noch die Möglichkeit. Ihr habt, wie gesagt, außerdem noch die Möglichkeit zu gucken, ob irgendein Markt ist. Das wäre hier. Ihr habt. Ihr könntet zum Beispiel noch, wie gesagt, zum anderen Hotel gehen. Ihr könntet euch beim Dorfvorsteher vorstellig werden, da nachfragen. Ihr könntet euch Ausrüstung besorgen. Das ist auch. Hier in der Nähe, da sind die Schmiede und Lederverarbeiter und so weiter. Ich würde gerne zum Dorfvorsteher gehen und mich erkundigen, ob es irgendwas Interessantes in letzter Zeit gab. Ich krall mir so lange ein Fass Bier und guck mal, ob ich das an den unteren Gastwirt verticken kann. Ich würde mich auf dem Markt ein bisschen umhören. Ihr wollt alle getrennt gehen? Nee, ich komme auch gleich mit. Ich komme auch gleich mit zum Markt, Modi. Keine Angst. Ich vertraue dem Bürger. Ich will nur gucken, ob ich das Pass dort verticken kann und danach geht's hoch auch zum Markt. Die Diebe auf dem Markt, das. Weil ich brauche Geld. Könnt ihr euch bitte in maximal zwei Gruppen aufteilen? Ja, zum Markt. Ich komme mit zum Markt gleich, nachdem ich das Inventar gemacht habe, Modi. Alles klar. Hast du schon Fortschritte gemacht? Sekunde. Lass mal die anderen erstmal machen. Ich komme gleich dazu. Gut, dann machen wir erstmal. Das zweite Gasthaus, das ist... Wer geht da jetzt alles hin? Nur Sansi, oder? Ja, ich brauche einfach nur Geld und würde halt einen Fass Bier halt mitnehmen und gucken, ob der Interesse hat, das zu kaufen. Ja, und ist ja gutes Bier. 6. Ja, das ist klar. Also, du kommst rein. 10. Ist... Gut besucht dafür, dass es morgens ist. 13. Ein paar Leute sind am Frühstücken, ein paar sind auch schon ordentlich am Trinken. Bechern. Exakt. So, wenn ich richtig gezählt habe, habe ich jetzt 15 in den Taskplots. Oh, dann würde ich mal gucken, wo denn der Gastwirt ist. Ja, du siehst auf jeden Fall eine junge, gut aussehende Kellnerin, die da alle Leute bedient. Und der Wirt, der steht an der Bar. Und er ist sehr auffällig. Die Beschreibung war ja, der ist irgendwie eklig und ich glaube, irgendwie eklig trifft es gut. Also KI-generierte Augen sind immer schlimm. Also übrigens, ich habe ein paar nutzlose Items aus dem Inventar im Feld hinterlassen und bin in Richtung Markt aufgebrochen. Hat aber auch eine gute Alkoholauswahl. Ja, der hat sehr viel Alkohol. Biete ich ihm an, noch mehr von meinem zu haben. Du gehst also rein, haust auf den Tisch und sagst, willst du Bier kaufen? Sie. Habe ich das richtig verstanden? Was hast du auf Handeln? So mehr oder weniger ja. Ich bin Bart, kommt hin. Ich habe auf Handeln 75. Alles klar. Er guckt dich an, haut dir mit seiner Hand, bei der ein Finger fehlt, neben deine. Ja. Das ist doch gut. Das ist doch ein Mann, mit dem man reden kann. Dieses Gespräch dauerte 3 Stunden. Ja, er brauchte sehr lange, um mit der Hand auf den Tisch zu hauen. Ja, er bewegt sich auch sehr langsam. Ja. Etwa so, ja. Gut, was willst du für das Bier haben? Ich würde mal sagen... Du kennst den Preis. 3 Gold fürs Fass. Wie viel? 3 Gold fürs Fass. Okay, dann guck ich mal, ob er handeln will oder ob er nicht handeln will. Muss ich erstmal kurz gucken. Für NPCs habe ich natürlich Bögen. Nur für Zwergi nicht. Entschuldigung.
Ich musste den Witz gerade bringen, ja, wie wurde sich einfach an. Ja. Gut, dann würfeln wir mal. Ah, mal gucken. So. Er überlegt kurz und meint, ja, 3 Gold ist okay, egal wie schlecht das Bier ist, das kriegt er los. Na dann. Ja, hau ich ein Fass weniger und 3 Gold mehr. War eigentlich gar kein Bier, war nur ein Fass voll anderer Körperflüssigkeit. Ich glaube, das wäre diesem Mann egal. Das ist das, was er selbst verkauft. Nein, der verkauft schon wirklich hochwertiges Zeug. Der Alkohol bei ihm soll ja gut sein. Alles soll bei ihm echt gut sein. Auch das Essen und so weiter. Nur die Zimmer waren, glaube ich, bei ihm mäßig. Stimmt, das war's. Die Zimmer sind schlecht und er ist eklig. Das war die Beschreibung. Oh. Aber die guten Zimmer habt ihr ja erfolgreich. Sieht zwar eklig aus, aber sieht trotzdem sympathisch aus. Über Äußerlichkeiten gilt es hinwegzusehen. Ja. Okay, der Rest geht zum Markt. Ja, da geh ich, so schaut's aus. Gut, es ist tatsächlich ein wahrscheinlich Wochenmarkt. Es sind ein paar Bauern da, die ihr Gemüse verkaufen aus der Region. Ich habe ein paar Sachen aus dem Inventar dort gelassen im Feld. Und es ist tatsächlich auch ein fahrender Händler dabei. Den ich euch zeigen werde, sobald World 20 sich dazu entscheidet, mich Dinge zeigen zu lassen. Ach, alles gut. Ah, okay. Es hat sich entschieden, mich Dinge zeigen zu lassen. Sehr schön. Warte, mal gucken, ja, was es zeigen möchte. Verrat uns deine Geheimnisse. Ja, ihr fehlt einem fahrenden Händler einen. Ja. Goblin? Wie? Exakt. Ah, richtig geraten. Nice. Ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass sie Händler sind, aber es ist ungewöhnlich, dass er einen Wagen dabei hat mit Zeug, der durchaus an deinen auch rankommt von der Größe her. Nicht schlecht. Eindeutig illegal. Kann ja nur sein, wenn es ein Goblin ist. Aha, Rassismus, schön. Ich gehe da komplett ohne Vorurteile hin und sag, ach, das ist mal ein schöner Wagen. Das ist ein sehr schöner Wagen, mein Herr. Was haben Sie denn anzubieten? Alles, was Sie wollen, außer das, was ich nicht habe, natürlich. Schauen Sie sich um und ich sage Ihnen, was Sie zahlen. Na, was hat er denn, Mordi? Ich sollte mal was möchtest wollen. Du denn? Wäre ich in einem Klamottenladen, würde ich gerade sagen, ich guck nur. ich schaue mich dann. Halt die Sache. Ich schaue mich da mal um, was es da überhaupt gibt, was auf dem Tisch liegen hat. Zeugs. Das ist exakt dasselbe wie ich gerade. Gut, er hat sehr viele Dinge. Er hat Waffen, er hat Werkzeuge, er hat Spielzeug, er hat Kleidung. Alles bunt durcheinander gewürfelt. Was er so braucht. Schmuck ist bestimmt auch dabei. Schau mich mal bei den. Ist auch die ein oder andere Salami dabei. Ich schau mich mal bei den Waffen. Schau mich mal bei den Waffen um, was das für ist. Das ist ein wertvolles Artefakt. Was für Waffen hat der denn so anzubieten? Er hat ein Messer, er hat 1-2 Schwerter, er hat auch eine Axt, die 3-mal so groß ist wie er. Trotzdem kleiner als die von Sansi. Jesus. Mit meiner Axt kann man es nicht aufnehmen. Nee, für dich ist das so ein kleines Handbeil. Ja, gut, ich bin halt auch fucking 220 groß. Fast okay, genauso breit. Ich schaue mir mal das Schwert an und wie genau ist das, was für ein Schwert habe ich da? Das ist ein Breitschwert. Was habe ich da in der Hand, wenn ich das angucke? Du hast ein durchschnittliches Breitschwert in der Hand. Okay, ich frage den Händler mal nach dem Preis für das Schwert. Das wären 4 Goldstücke für dich. Oha, wie war nochmal die Umwechslung? 40 Silber. 40 ja. Silber ist ein Goldstück. Oder 200 Eisen. Okay. Ich leg das Schwert vorsichtig wieder zurück. Und schau mir ein Messer an.
Ich darf von eins. Was ist das für ein Messer? Ein Küchenmesser oder habe ich da oder ein Messer, was man tatsächlich im Kampf benutzen kann? Du kannst alles im Kampf benutzen. Und alles in der Küche benutzen. Aber was für ein Messer habe ich da? Habe ich dann ein Kriegsmesser? Habe ich dann ein Küchenmesser? Habe ich ein Buttermesser oder was? Was ist das? Ich habe auch schon Zwiebeln geschnitten. Ich gucke mal. Oh, du hast 99. Alles klar. Was ist das für ein Messer? Das sage ich dir sofort, sobald ich die Bilder aufgemacht habe, die ich mir... Es ist ein Stück Holz angemalt wie ein Messer. Sehr authentisch. Nee, 99 ist in dem Fall gut. Achso, okay. Na dann. Verdammt, wo ich die Bilder gespeichert. Ja, gut heißt nicht unbedingt gut. Es ist ein Schweizer Taschenmesser. Nee, das ist die Taschenlaser. Das ist schon ein sehr gutes, gewöhnliches Item. Was kostet das? Ich kann es dir genau beschreiben, es ist so eine Art, ja, es ist ein sehr scharfer Dolch an so einer Art sehr biegsamen, sehr elastischen Lederriemen. Okay. Was kostet, was würde mich das kosten? Das kann ich sogar genau sagen in dem Fall. Was würde mich dieses wunderschöne Dolch... Die würde dich nur 50 Silber kosten. Ich leg's vorsichtig wieder zurück und... Oh, schade. So viel Geld habe ich leider nicht mehr. Daher muss ich's traurig... Vielleicht kannst du ja auch anders bezahlen. Ja, ich schau mal bei dem Essen um. Exakt. Ich schau mich mal bei dem Essen um, ob ich da ein bisschen Proviant mitnehmen kann. Nackige Hintern eines Elben ist beliebt in diesem breiten Grad. Guck den Händler doch mal ganz genau an. Hat der Fingernägel als unteres Augenlid? Modi, vermutlich. Dieser Goblin ist ein Top. Modi, finde ich bei dem auf dem Tisch irgendwas an Proviant, was ich mitnehmen kann? Ja, du findest verschiedenes geräuchertes Fleisch, wie gesagt. Salami ist auch dabei. Verschiedener Käse, Gewürze, alles Mögliche. Eigentlich von überall her, wo auch immer er das her hat. Muss viel rumkommen. Okay. Ich kann mir wahrscheinlich sowieso nichts leisten. Na, Essen ist günstig. Günstiger. Uns kostet es doch nichts. Naja, beim Händler schon. Dürfen nichts. Der wird schon was verlangen dafür. Ja, verlangen schon. Aber es geht dann halt auf Rechnung. Verlangen schon. Bei dir wäre es wahrscheinlich, lasst mich am Leben und ihr könnt es haben. Nee, wir schicken bloß die Rechnung an Kaiser. Was denn, ist doch Grundversorgung. Prinzipiell ja. Man muss nur argumentieren können. Wieso argumentieren? Die Rechnung schreibt doch der Händler. Okay, ich steck mir ein bisschen kostenloses Essen. Wir müssen erst dazu kriegen, das zu akzeptieren. Nehmen Sie auch Mastercard. Nehmen Sie auch Mastercard. Nehmen Sie. Okay, das. Und aber das war die Erfindung der Kreditkarte. Modi, aber der Dolch, der gefällt mir so gut, dass ich ihn mal frage, ob er vielleicht was anderes als Silber annimmt und biet ihm. Ich habe noch andere Sachen im Inventar und biet ihm dafür. Ich habe noch Cannabis in meinem Inventar und zeigt ihm, ob er das irgendwie gebrauchen kann. Was hast du denn im Inventar? Dann sag ich dir, was du dafür hergeben müsstest. Ich biete ihm gerade, ich habe in der einen Hand habe ich halt ein bisschen Cannabis und in der anderen Hand habe ich einen roten Trank, den ich doch im Inventar habe. Könnte ich ihm eines oder beides anbieten? Er guckt sich das an, nimmt so einen, ja, diesen, wie nennt man das Teil mit den, wo man schiebt zum Rechnen? Ich weiß es nicht. Ein Rechenschieber. Danke. Das Teil, wo man schiebt zu rechnen. Was nah dran, Mordi, was sehr nah dran. Ja, du, ich bin heute sehr intelligent, haben wir auch schon festgestellt. Ja. Ja, und dann meint er, ja, das ist zwar
Ist zwar ein bisschen unterm Wert, aber er findet dich hübsch, deshalb akzeptiert er das. Okay, ich tausche den roten Trank und ein bisschen Cannabis gegen den Dolch. Alles klar, du bekommst das hier. Habe ich extra als Karte vorbereitet? Das dachte ich mir, deswegen habe ich es getauscht. Ja, das ist... Eine Schwingklinge. Oha. Ja, das ist quasi so ein... Ja, es ist das Ding, was gerade ist. Die 4 plus 1. Das ist ja sehr hilfreich. Da habe ich mir was vertauscht. Ein W4 plus 1 und wenn du maximalen Schaden machst, dann hast du automatisch eine Wunde. Nur ein D4 plus 1. Und das ist stark. Das heißt, man macht Minimum 2 Schaden. Hier ist das Ding. Ja, das Ding macht mindestens 2 Schaden und hat eine hohe Reichweite. Plus, wenn du maximalen Schaden machst, beziehungsweise durchgehenden Schaden machst, dann hat derjenige eben eine Verletzung. Wenn du dreimal eine Verletzung hast, dann hat er keinen Arm mehr zum Beispiel. Ja. Also das ist schon relativ stark. Nett. 5 Meter Reichweite. Ah, mit Gift. 50 Silber. Also ja, wenn du Gift darauf benutzt. Lass nochmal, ich muss mir das noch aufschreiben. Ach so, hier. Okay. Mein Lass Gott. Hä, die Karte hat doch einfach schneller. Die ist doch im Discord. Ich kann dir auch einfach die Karte reinschicken. Ja. Nochmal. Aber ich finde dieses Messer trotzdem besser, als ich da reingeschickt habe. Ja, das mag sein. Ist es dieses unglaublich riesige... Ja. Schweizer Taschenmesser? Ja. Ja, ich wüsste es. Das ist super, das will ich mir irgendwann mal besorgen, wenn es so teuer wäre. 350 das Euro? Ist das, aber das ist doch das Langweilige. Echt, ja. Warte, das war das Richtige. Das große, das einfach. Es gab mehrere davon, aber das Ding ist dann halt auch 25 cm breit. Aber meine Dolche, die haben doch. Meine Dolche, die ich drin habe, die haben doch mehr Wert. Noch, glaube ich. Was haben die denn eigentlich für Schaden? Eine Dolche 1W4 pro Dolch. 1W4 pro Dolch. Ich habe 1W4 plus Dolch. Plus Dolch. 1W4 plus Dolch. Ja, jetzt hast du halt eine im Grunde. Eine Waffe auf höhere Distanz und einen Dolch. Das ist nützlich. Ja, sehr schön. Aber 5 Schaden machen ist schon schwer. Plus es ist ein besserer Dolch, plus es ist... Das ist schon ein Ding. Es ist mit das stärkste Item, was ich bisher... Also normale Item, was ich bisher erstellt habe, also. Ja. Ich finde meinen Zauberstab auch OP. Das ist der Schwache. Ja, trotzdem. Ich finde ihn gut. Ich meine, ich habe einen Bonus nochmal drauf. Ich bleib bei meiner Axt. Die wurde schon seit Generationen in der Familie Sansi weitervererbt. Du übrigens, hast keine Familie. Modi, übrigens, ja, im Feld habe ich das Kakerlakenfleisch aus dem Hotel an Fuchs verfüttert. Oh Gott. Der ist jetzt satt. Schön. Und ich frag mal, was er für das Essen haben will, für ein bisschen Proviant, für den Weg. Dafür ein bisschen Fleisch. Das Essen, da hast du pro Portion 2 Eisenmünzen. Das ist günstig. Okay, dann nehme ich mir mal. Kommt man normalerweise an viel ran. Dann nehme ich mir meine Portion. Also habe ich eine Familie laut meiner eigenen Story, die von der KI generiert wurde. Du meinst so wie alles hier von der KI generiert wurde? Ja. Schön. Ich bin bei meinen Eltern geboren und aufgewachsen. Wie fährt und dann das Essen? Halt in die Welt hinaus. Wie fährt das Essen gekostet? Ich bin eigentlich auch nur eine KI. Kannst du das nochmal wiederholen, Modi? Zwei Eisenmünzen pro Portion. Okay. Schade. Jetzt habe ich 68 Eisen noch. 12 Silber und 68 Eisen. Schade, dass nicht 69 ist. Hey, das ist so viel, wie ein Bauer hier im Jahr verdient. Sei mal zu viel. Ich bin traurig, dass nicht 69 Eisen ist. Und 68. Ja, ich verlange ein Eisen zurück, damit ich 69 habe. Wollt ihr dann noch irgendwas? Wollt ihr vielleicht irgendwas wissen? Wollt ihr irgendwie noch zu den anderen Händlern gehen? Euch ein bisschen Weizen kaufen? Den hat Zwergi ja schon mitgehen lassen. Ja, oder ein paar Äpfel aus einem anderen Dorf. Ja, ich glaube, ich habe den. Irgendwas. Ich denke, ich habe den Weizen wieder fallen lassen. Kann ich ihn fragen, aber. Also, ich würde gerne wissen, ob hier irgendwas Interessantes in letzter Zeit passiert ist. Ich würfel auf, wie heißt das, überreden? Was habe ich nochmal? Lass mich ganz kurz nachgucken, was ich habe.
Wenn du drauf würfeln willst, gerne, mach das. Ich habe überreden. Warte, überreden ist sozial. Warte mal. Was ist sozial nochmal? Ah ja, hier steht Charisma, so. Ja. 20, 45, 65 plus... Warte, was habe ich als Charakterbonus? Ah, minus 1 D10. Ja. So. What the fuck? Wow! Ich bin... Okay, tierisch verkackt. Wir wissen alle, ich benutze diesen Skill. Ich benutze den Skill, das kann ich nicht stehen lassen. Okay. Willst du dir einen Skillpunkt geben, oder willst du es verkacken? Das kann ich so nicht stehen lassen, das wäre ziemlich schlimm. Ja. Dann nutz einen Skillpunkt und würfel nochmal. Du freiwillig gemacht hast. Ah, ich hab's nicht ganz geschafft. Aber immerhin nicht kritisch. Ich bin ehrlich, ich wüsste nicht, was du beim Kritischen hättest getan hättest, aber so ist es was einfach. Was war das gerade überhaupt für ein Skill? Ich weiß es nicht. Was hast du denn gerade gemacht? Überreden. Oh, überreden, kritischer Misserfolg. Wir wissen alle, was da passiert ist. Es wäre selber passiert wie beim Weltraumabenteuer. Und kriegst direkt aufs Maul. Nee, es wäre selber passiert wie beim Weltraumabenteuer. Ich wäre wieder nackt und hätte ihm außersehen alles gegeben, was ich besitze. Das war lustig. Gut, das habe ich ja nicht mitbekommen. Stimmt, das war ich. War das nicht ich, der dann sein Inventar hatte? Ich glaube, ihr war das beide irgendwann an einem Punkt. Ja. Ich glaube, er hat zwischenzeitlich mal sein Inventar. Ja, okay, gut. Hast du es nicht geschafft, fragst du normal. Es wäre auch nicht nötig gewesen, dass du überhaupt würfelst. Das habe ich nie verlangt. Aber gut. Ah, okay. Gut, du fragst den Goblin, ob er irgendwas mitgekriegt hat, oder? Ja, ob irgendwas Interessantes passiert ist in letzter Zeit. Oder irgendwer Interessantes durchgekommen ist. Ja, nein, das weiß ich nicht. Ich bin leider erst seit gestern Abend hier. Aber ich krieg von den Kunden immer Geschichten erzählt. Zum Beispiel sagen die, dass irgendwas Böses im Wald wäre. Ich glaube da nicht dran, aber die Leute kennen sie ja. Wenn man ihnen zuhört, zahlen sie gut. Das Böse! Was er sagt. Dieses. Böses ist im Busch! Der Weidewald hat aber einmal rote Augen bekommen. Wie viel habe ich darauf? Lohnt sich das? Nee, lohnt sich nicht. Aber vielleicht könnte ich es trotzdem mal versuchen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was habe ich zu verlieren, wenn es schief läuft? Dein Leben. Was genau tust du gerade? Ich überlege, ob ich eine bestimmte Sache mache. Nuklearangriff. Null. DF. The fuck? Okay, ich lasse es lieber. Jetzt, wo ich es so angeteasert habe, lasse ich es lieber. Wolltest du ihn ausrauben? Nö, was anderes, aber ich lasse es lieber. Feuerball. Wolltest du ihn verführen? Ja. Eventuell. Dafür hättest du nicht mal würfeln müssen, so wie es klingt. Da hättest du nicht würfeln müssen, der war so, der will dich sowieso. Okay, dann machen wir das. Dann würfel ich mal drauf. Dann würfel ich mich nochmal drauf, weil ich habe 20 drauf. Ja, dann würfel drauf. Eldriel hat auf einmal einen neuen Kutsch, hat auf einmal auch eine Kutsche. Okay, knapp nicht geschafft, aber bei ihm wahrscheinlich trotzdem geschafft. Was? Hast du nicht. Du weißt, dass du nicht nur auf den blanken Wert würfelst, sondern auf deinen Charisma-Wert plus. Ich habe 10. Ich habe 10 auf Betören und Charisma habe ich 10. Das macht zusammen 20. Das macht zusammen 20. Das macht zusammen 20. Wow! Wie tief kann man sinken als Elf? Ja. Das frage ich mich gerade auch. Ich bin 2,20 Meter Barbar und habe 30 auf Charisma. Ich muss mal kurz nachgucken. War nicht das Minimum sogar höher? Nee, das Minimum war 10, hast du, glaube ich, gesagt. Das Minimum Charisma für Halbelfen ist 0. Oh, okay. Das ist cool. Dann, okay. Bei Orks ist das Minimum 40. Ich hab's. Ach, das war's. Stimmt. Orks sind sexier als Elfen. Das war.
Gut. Okay, schaffe ich es trotzdem, dich, oder? Du stellst dich zwar ein bisschen komisch an, aber... Für ihn reicht's. Funktioniert's trotzdem. Einfach, weil ich wissen will, wie du das ausspielst. Ich will ihn einfach nur betören, damit ich versuche ihn abzulenken, dass er mir freiwillig das Schwert übergibt. Ich möchte an dieses Schwert kommen. Du hast nicht mal ein Wert auf Schwert, aber ist egal. Egal, ich möchte es trotzdem haben. Gut. Was genau möchtest du? Dann flirte mit ihm, tu es. Ausgespielt. Oh Gott. Ich will das ausgespielt sehen. Ich kann das nicht. Für Tostzwecke gehen wir jetzt in die Werbepause. Pause. Werbeblendung. Zensiert. Du hast Zwergi. Hey, ich kann sowas nicht spielen. nicht mit diesem Gesicht im Hintergrund. Im Hinterkopf. Los, blend es ein, Morty. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Na los. Mach ihm Komplimente. Los, fang was an. Prost, Mahlzeit. Aber mich kritisiert, weil ich einen fucking schlechten Text nicht vorlesen will und Squinch finde. Komm, Zwergi. Ich warte. Wenn du eine Pause machen willst, können wir auch erst um 20 Uhr weitermachen. Dann will ich aber einen guten Text von dir haben. Da bräuchte ich eigentlich eine Pause für. Dann machen wir eine Pause. Wer hat das Herzchen reingemacht? Ja, ich liebe es. Hat mich gerade so kalt erwischt. Plupp. Oh, fuck. Mach mal um 20 Uhr weiter. Okay. Alles klar, sehr gut. Bis gleich. Hol ich mir noch mal einen Teller Spaghetti. In dieser Runde. Bis gleich. Bis gleich.